und hoffe, dass sie da schön weiterforschen, soweit es in ihren Kräften steht, musikalisch. Es ist ein bisschen aufwendig, aber ist die Sache wert. Also ich glaube, die 20 Leute, das ist schon mal zu wenig und ich habe auch die Zeit nicht mehr. Und vielleicht gibt es mal einen Arzt, der sich da widmet und Aufstellungen macht. Ist mir egal, wer es ist. Aber ich könnte mir da noch sehr viel erhoffen mit Musik. Das ist mir bis jetzt so viel wie kaum erforscht. Und da lässt sich bestimmt viel holen. Das kommt gar nicht auf die Diagnosen und dergleichen hin. Vielmehr sind diese Sagen ausschlaggebender. Was für Harmonie der Mensch braucht. Sagt, er sucht sich nicht nur seine Lieblingsmusik aus, sucht dann Takt, was eine Lieblingstaktart, auch seinen besten Tanz aus. Es ist ein Unterschied, ob das ein Viervierteltakt ist, ob es ein Dreivierteltakt ist, ob es laute Musik ist, ob es leise Musik ist, ob es disharmonische Musik ist. Gerade die Jungen wollen eine disharmonische, laute Musik. Die wollen sich ihre eigene innere Unruhe ein bisschen betäuben. Da muss es laut sein, muss disharmonisch sein, das wirr ein bisschen, dass sie sich selber ein bisschen überspielen, kann man sagen. Sie brauchen diese Musik. Und da muss man auch Verständnis haben zu Mitmenschen. Auch wenn die Jugend andere Musikvorstellungen haben, wir alten Leute, die brauchen das. Die heilt die Jungen. Genauso wie unsere Lieblingsmusik uns heilt. Was haben Sie da auch Verständnis mit der Jugend, wenn Sie auch andere Musikvorstellungen haben? Zum Beispiel ist der Walzertakt, ist auch, mit Zeiten hängt es auch zusammen. Der Walzentakt wirkt verbindend, einladend. Die umarmen sich, kreisen im Kreis rum und so weiter. Die verbinden sich schneller. Und heute ist der Walzer so mehr oder weniger aus der Mode, sagen wir so. Nun Einzelfällen natürlich noch. Und wir sind zum Vierteltakt, Viervierteltakt gewandert. Zweiviertel, Viervierteltakt. Er wirkt toleranter. Die Tänze, es ist nicht mehr das Ineinander, das Tolerante, jeder mehr Freiheit. Das heißt auch mehr Toleranz zum Mitmenschen. Und haben auch andere Musik. Das hängt alles zusammen. Verfolgen Sie das bitte nochmal für sich. Ich denke, das wäre genauso spannend, wie an der Wirbelsäule zu arbeiten. Und Sie können mir auch die Erfolge mal berichten. Sie können auch selber mal ein Buch schreiben, wenn Sie da genügend Erfolge haben. Also ich könnte mir da noch viel in der Zukunft vorstellen. Sondern da noch weiterarbeiten. Es geht im Leben gar nicht um das Drücken. Das ist so etwas, das Drücken ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist die Haltung in sich selber, dass sich der Mensch freuen kann. Wenn ich ihm alles verbiete, kann er sich nicht freuen. Ich habe mal einen alten Mann da gehabt zum Beispiel. Der Arzt hat ihm das Bier verboten. Er hat so gerne Bier getrunken. Sagt er, einen Weizen kannst du schon trinken am Tag, das dürft nichts machen. Und er hat den Weizen wieder getrunken und hat wieder aufgelebt, hat sich wieder gefreut im Leben. Also muss man den Leuten schon auch ein bisschen was gönnen, ein bisschen Freude. Man darf ihnen nicht alles verbieten und man soll die Leute auch nicht bestimmen. Auch wenn wir was wissen, müssen wir es dem Patienten noch lange nicht sagen. Es kommt nicht an, es kommt alles zur rechten Zeit. Lassen Sie den Patienten kommen nochmal und ihn Fragen stellen und dann kommt er schon, wenn er Fragen stellt. Dann beantworten Sie, wie Sie das für richtig halten. Dann haben Sie den Patienten gewonnen und der Patient ist auch sieger über sich. Er wollte das dann auch. Schauen Sie, in der Psyche ist es so, in dem Buch, dem Neuen, habe ich das stark angesprochen. Mit der Körperhaltung, mit der Psyche, das alles miteinander in Verbindung setzt, die Freude, die Trauer und so weiter und so fort. Das alles mit unserer Wirbelsäule, unserer Haltung zu tun hat. Im Buch kann ich das schreiben, dann ist es unpersönlich. Es muss ja keiner das Buch kaufen. Aber wenn Sie als Therapeut ihm das sagen, obwohl Sie helfen möchten, ihm das sagen, ist er beleidigt, er ist noch nicht reif dazu und
sie sehen ihn nie wieder, trotz dem, dass sie das gut gemeint haben mit ihm. Tja, so kann man Leute verwenden. Also ich bitte Sie, dass Sie da schön mitarbeiten mit dieser Tonheilung, kann man sagen. Das wäre ein neuer Weg für Sie. Ich glaube nicht mal, dass ich da was Neues anfange, aber ich lasse das meinem Nachfolger mal über. Jedenfalls arbeiten wir weiter. Und ich wünsche Ihnen dann auch alles Gute für Ihren weiteren Erfolgsweg und für die Zukunft. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Dankeschön.